Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Ich bin der Daniel und heute lösen wir ein Problem an meiner Standbohrmaschine. Aber nicht nur da kann man eigentlich auch das, was ich baue, überall in der Werkstatt gebrauchen. Um was geht's denn? Unter der Werkbank habe ich Platz und da will ich einen festen Korpus verbauen mit 3 Schubladen und dann noch einen auf Rollen mit 2 Schubladen. Allerdings hat der noch einen Anbau dran und den kann eigentlich jeder gebrauchen, der eine Tischbohrmaschine hat, Standbohrmaschine. Also, fangen wir an. Benutzen werden wir als Material Multiplex 15 mm und rein theoretisch ist das jetzt wieder ein Projekt, wo ihr mit der Tauchsäge bauen könnt. Ihr braucht eigentlich rein theoretisch nicht mal eine Tischkreissäge. Aber ich werde trotzdem meine Tischkreissäge benutzen für die Schubladen. Die Frage ist, bauen wir die in diesem Video oder bauen wir nur den Korpus mit den Rollen und dem Extra? Weil Schubladenbau weiß ich nicht. Habt ihr schon mal gesehen, oder? Oder nicht? Gehörschutz noch und dann kann es losgehen. Der Korpus an sich, der kriegt ja Rollen, das heißt, ich brauche eine Höhe von 66 plus 8 ist 74, dann habe ich noch 3 cm Luft nach oben unter der Werkbank und Breite machen wir 60. Ich denke mal, das reicht. Ne? So. Also, einmal einstellen auf 66 und da schneiden wir jetzt 2 Stücke raus. Und jetzt zweimal 60. Kennt ihr das auch? Ich habe gerade eine Story gemacht. Korpusbau ist einer der nicht erfreuendsten Arbeiten, finde ich. Weil es einfach irgendwie... Ja. Brett an Brett an Brett ist, ne? Wir machen mal kein Holzleim rein. Das muss ich aber echt nochmal nachmessen. Nicht, dass ich jetzt Scheiße baue. Das hat 60. Das hat 66. Gut. Passt. Nicht, dass ich hier einen Fehler mache, ne? Also... Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr hier an Ecken bohrt, dann geht nicht so nah wie möglich an die Ecke, denn wenn die Schraube reingeht, reißt euch die Front aus, also ihr habt dann hier vorne einen Riss, weil ihr spaltet ja sozusagen dann das Material. Da lieber etwas weiter hinten, unten bleiben, so 4-5 cm. Ja, eingeklemmt. Dann noch eine coole Frage. Wer von euch hat die Wolfkraft Eckenspanner? Und benutzt die nie. Die tust du ja so in die Ecke rein. Und dann richtest du das Holz aus und dann sitzt es. Und dann machst du das untere, richtest es aus. Nur bis ich das Zeug ausgerichtet habe, habe ich das so schon lang dran geschraubt. Deswegen, ja, liegen die seit über einem Jahr bei mir sinnlos in der Schublade rum. Wer trotzdem sowas will, ich verlinke euch die mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ja mal kommentieren, was ihr so für Werkzeuge schon gekauft habt. Weil ihr dachtet, ihr braucht die und jetzt doch nur dumm rumliegen. Wer Tischkreissäge sagt,
Der hat ein Problem. Abgesehen davon darfst du meinem Video gerne einen Daumen hoch geben, denn das hilft meinem Kanal, genauso wie ein Kommentar und ein Abonnement. Obere Seite noch und dann machen wir schon die Rollen dran. Zum Thema Rückwand. Ich habe Abfälle, die reichen nicht für die ganze Rückwand, aber die passen hier rein. Machen wir eins oben und eins unten hin und dann ist es stabil genug, das reicht. Und hinten kann es noch atmen. Nehmen wir jetzt als Ausrede. Machen wir die Rollen dran. Ich habe Doppelrollen, ich verlinke die euch in der Videobeschreibung. Zwei normale 360 Grad und zwei gebremste 360 Grad. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Ja, die schrauben wir jetzt unten hin. Natürlich sollten wir die gebremsten vorne dran machen, nicht hinten. Rollen sind dran, Rückwände auch. Kommen wir zu dem Spezialteil. Das bauen wir hier hin an diese Seite. Als erstes mal zwei Streifen, 5 cm breit. Und die schrauben wir einfach dran. Die kommen jetzt hier bündig das eine dran. Dann nehmen wir uns jetzt einfach ein Holz und spannen das hin, halten das dran, bohren mal eins vor. Das fest. Dann nehmen wir ein 10 cm, sagt mal schnell, 10 cm breit, 66 hoch. Das passt dann hier rein, fährt hier durch. Dann legen wir das passend an. Das Brett kommt dann hier hin und wird hier hinten geschnitten. No. Wenn wir das auch haben, brauchen wir noch ein Brett. Das wird aufgeleimt. Das ist dann die komplette Breite, liegt hier auf und da. Leimen wir zusammen und verschrauben. Ich weiß, ihr fragt euch, was baut der da für einen Quark? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Hauen wir rein, ein paar Stück, wird dann schon heben. Jetzt sollten wir das Einzelteil, wo nicht aufgedoppelt ist, noch mit Schmirgelpapier ein bisschen runternehmen. Circa ein halber Millimeter, Millimeter. Anmachen. So, dann sitzt das hier so. Jetzt machen wir die Deckplatte drauf. Aber nicht sofort, denn wir brauchen hier noch eine Rampermuffe. Und zwar mittig. So, 11 mm Bohrer. Und einmal schnell durch. Da, wo die Rampermuffe reinkommt, die Einschraubmuffe, senken. So gibt es weniger Ausrisse. Ich war jetzt so frei und habe mir eine Hilfe gebaut. Wie ihr seht, der Schraubenzieher ist hier viel zu klein für die Rampermuffe. Er hat auch schon 2 cm breiten Schraubenzieher. Oder ja, 12 mm Minimum brauche ich, wenn nicht sogar 13. Und da habe ich mir jetzt eine Hilfe gebaut. Ich habe einmal hinten eine Gewindestange mit 2 Muttern gekontert. Vorne auch. Hier schraube ich jetzt die Rampermuffe rein. So. Dann nehme ich einen 6-Kant 13er Nuss. Wer sowas will, ich kann es euch verlinken.
gibt es von 8 bis 13, habe ich jetzt. So, dann nehmen wir das, setzen die Rampamuffe an, gehen hier hinten drauf. Drehen die rein. Jetzt sind wir bündig. Oh, jetzt brauche ich den Schlüssel. Und schon haben wir die Rampamuffe sauber reingedreht. Ist jetzt nicht bündig, weil das Material einfach zu schwach ist. Aber wäre das Material dicker, würde das jetzt alles schön sauber aussehen. Ja, auch beim Daniel kann man mal lernen. Ja, viele kennen vielleicht das Problem. Ich zeig's euch. Ups, da bist du ja hängen geblieben. Ihr habt ein großes Brett, müsst oben und unten Löcher bohren, wiederholgenau, habt einen Tisch, wo ihr das Brett dann um 180 Grad dreht, die Löcher wieder drin habt. So kam es jetzt bei mir mal vor. Und ja. Wie hebst du das hier jetzt? Na? Ganz klar, da irgendwas aufbauen, aufbocken. Aber wenn du zwischendrin an den Schraubstock musst oder sonst was, ist es halt im Weg. Und ich mache jetzt einfach meinen Waden aus. Höhe, schiebe ihn hier drunter und lege mein Brett hier drauf. Und so kann ich dann ganz gemütlich bohren, kann mein Brett umdrehen, von der anderen Seite bohren, kann es so rumdrehen. Und das ist ja nicht alles. Hast du eine kleine Tischkreissäge, kannst du den natürlich runter machen, auf die Höhe von deiner Tischkreissäge dahinter stellen und hast da nochmal einen Auflagebock, wo du das Material draufschieben kannst. Ja, also nichts Kompliziertes, mal was Einfaches, cool für die Werkstatt, natürlich nicht für Stahlträger geeignet, Leute. Rohre ja, aber wenn ihr jetzt 1,5 Tonnen Stahlträger habt, empfehle ich euch das nicht. Und ja, ich weiß, man hätte es definitiv schöner bauen können, aber wir sind hier in meiner Werkstatt und da mache ich nicht so, ja, das jetzt mega hübsch zu machen. Was noch kommt? Es kommt doch noch eine Schublade unten rein, 25 cm hoch, und oben kommt dann Kabeltrommel drauf und die Kanister da unten. Aber genug gefaselt jetzt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, auch wenn es für viele wahrscheinlich wieder primitiv ist. Aber ich brauche das so und mir passt das so und deswegen habe ich das auch so gebaut, getun. Ne? Also, liken, wenn es euch gefallen hat, kommentieren und wir sehen uns dann im nächsten Video.